Okay, hier ist leider nichts mehr. Ich habe ein bisschen gehofft, dass hier noch was... Hä? Ah, ein Messer. Nett. Danke. Ein ziemlich großes Areal hier. Oh, die hätte ich jetzt gerade gebraucht. Naja, okay, dann ist das so. Haben wir noch Pfeile? Ja, ne, Kiste. Oh, wow. Aber Pfeile sehe ich keine. Pfeile hätte ich gerne. Salpeter. Danke. Seht ihr, Leute? Mhm. Das Schwein grunzt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Mhm. Den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Kletter hoch. Ja, wir müssen ja auch hier hoch. Gut, gut. Einen anderen Weg sehe ich jetzt gerade gar nicht, wo wir lang können. Wir müssen uns auch anscheinend ein bisschen beeilen. Goodie. 5 Stück nochmal, nice. Na, wie findest du dein Halsband, Arno? Ist das der Fall? Ha! Leise. Aus wie ein Haufen Scheiße. Was passiert, wenn wir zu lange warten? Zur Hölle mit dem Henker. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia. Tu was. Mach ich. Wir sind hier, Arno. Sei still. Wir bringen dich hier weg. Was? Da, die Schinderin. Sie hat den Sohn. Nehmt ihr den Sohn? Nein. Bleib bei mir. Vertrau mir. Nicht nur für uns. Der Sohn. Der ist aber ziemlich groß. Bin dabei, Arno. Ich bin dabei, Arno. Oh, hinter mir. Wir haben ja hier noch ein Fass, ne? Oh, das ist ein Pfeil, warte mal. Ich habe noch Extinguis. Ich helfe euch. Ja! Ich brauche Feuer ganz schnell. Ich bin gerade ein bisschen am Konzentrieren, also. Ich brauche alle Mann sofort bei mir. Da kommen noch mehr. Holt euch den Sohn um jeden Preis. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Ja. Sie kriegen Verstand. Oh, das war... Warte mal. Warte, Pfeil, Bogen. Ja, oh, das hat weh, ne? Warte mal, stopp. Lass mich mal hier vorbei ran, bitte. Dankeschön. Da hinten haben wir noch ein Fass, sehe ich gerade. Ich brauche Feuer, wo ist denn da? Muss ich tun. Hab keine Pfeile mehr, ne? Ich brauche Pfeile. Wo sind Pfeile? Wo sind Pfeile? Da ist ein Pfeil. Hier, komm. Da wäre ein Topf, theoretisch. Oh, hier brennt alles. Ich werde mich halt ein bisschen konzentrieren. Sorry, wenn ich nichts sage. So. Wow.
Da waren Bogenschütze. Boah, bin dabei. Die schwere Truppe. Genug Schaden angerichtet. Nein. Oh nein. Hugo, bleib hier. Dann schnell tot. Niemals. Wir werden dich retten, Sohn. Falsch. Oh fuck. Nochmal. Ich habe pure Gänsehaut gehabt. Oh fuck. Es ist vorbei. Geschafft, Hugo. Ja. Atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Na dann, Anno, dann helfen wir dir mal. Na gut, also dann. Komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Kapitel 13. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Na gut, fahrt schnell auf der Luft. So, Entschuldigung, ich musste mal eben Fenster aufmachen, war jetzt ziemlich warm hier drin. So. Und wieder mal sind wir auf dem Meer. Mit Anno zurück, Lukas auf dem Schiff, Sophia und Hugo. Hugo. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Sag einfach nein. Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo.
manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Unser Zuhause. Können wir denn noch mit Arnold? Natürlich können wir mit ihm sprechen. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Ich nehme an, er wird doch ein bisschen eine kleine schwere Zeit hinter sich haben, nachdem er versucht hat, den Grafen zu töten. Und wurde wahrscheinlich gefoltert. Er bekam kein Essen, obwohl, ja, doch, guck mal, hier so einen leckeren Apfel. Würde ich schon nehmen. Das ist eine Zitrone oder Orange sein. Ich denke mal, es ist eine Orange. Wo hast du das ganze Essen her? Was machst du einkaufen zwischendurch? Wo ist Lukas? Da ist Lukas. Oh, jetzt ein kleines Nickerchen. Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Warte mal, schlafen, Bad, okay. Lukas. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Mhm. Sind ihr das? Wenn die letzte immer noch sprechen können, ist halt Sophia. Lukas hat uns gerettet. Das kann man auch so sagen. Sophia. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Amicia, guck mal! Hugo, ich komme. Was willst du mir zeigen, Hugo? Hi. Kommen wir denen näher? Hugo. Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluger Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja... Wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Ach, der Graf! Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Was genau? Alles klar, wir holen es ein. Amicia, hier oben, zum Seil auf der anderen Seite. Was genau können wir denn jetzt machen? Wohin? Da. Wir haben ein großes Problem jetzt. Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden. Wenn sie uns entern, fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Was können wir denn machen? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anno. Tun wir nicht.
Das Segel in den Wind. Die wollen so nicht. Was? Hier. Ich helfe. Oh, what? Die schießen. Fuck. Okay, die wollen Krieg, dann bekommen sie. Okay, das bringt uns wenig. Wir werden alle ausschalten. Und der nächste. Okay, ich bin einfach nur gestorben. Das war jetzt nicht Absicht des Spiels. Alles klar. Das wäre es ja gewesen. Okay, aber Feuer bringt uns leider wenig. Ich habe leider keinen Topf. Und dann gibt es irgendwo einen Topf, den ich vielleicht werfen kann. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an und du bist tot, Victor. Den Sohn lasst unversehrt. Tötet die anderen. Ihr habt den Grafen. Da! Was zur Hölle, ihr alle! Da ist doch gar keiner. Hä? Ich glaube, da backt gerade ein bisschen was rum. Ich glaube, da backt gerade ein bisschen was rum. Da ist ja gar keiner mehr. Oh nein, was denn jetzt? Die wollen uns rammen. Ich glaube, das muss ich aber ablaufen lassen, oder? Oh nein, nein, nein! Amicia! Nein! Oh nein! Amicia! Amicia! Was ist los? Oh nein! Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Arno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Oh, jetzt haben wir ein großes Problem. Du verwechselst Feigheit mit Strategie. Das überrascht mich nicht. Halt die Fresse. Nee, ich brauch das. Ich brauch Pfeil, aber dringend. Wir nehmen Iris, genau. Ich brauche Pfeile, ganz, ganz dringend. Es gibt keine Zukunft für niemanden. Gibt's hier noch einen Pfeil? Da. Da ist noch ein Pfeil. Du bist gerade tot. Da haben wir noch einen Pfeil. Warte. Brauch halt Pfeile, ganz dringend. Nein, du bekommst hier gar nichts. Ich brauch einen Pfeil. Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts.